Wir sind total vernebelt im Kopf. Das kennt ja auch jeder. Ne? Eine Zeit lang am Computer gearbeitet oder die Zeit drin verbracht. Wir können keinen klaren Gedanken mehr fassen. Wir fühlen uns erschöpft. Wir sind durcheinander. Und was wollte ich jetzt nochmal machen? Ach, keine Ahnung. Ich muss nochmal irgendwie durch die Wohnung gehen, bis es mir wieder einfällt. So, und das ist eben genau das, wo man dann gesagt bekommt, hey, geht doch mal raus, frischen Wind um die Nase bekommen. Wenn wir raus in die Natur gehen, im Wald, haben wir 2000 negative Ionen. Das ist das, was uns wieder in Fahrt bringt, Kreativität bringt und so weiter, Konzentration. Und mit der Matte zum Beispiel haben wir 7000, können wir über 7000 negative Ionen bilden. Und genau das machen wir nicht mit akustischen Signalen, Wellen, sondern mit den Magnetfeldern. Und so können wir alles in unserem Körper positiv beeinflussen und damit unsere Gesundheit auch in die richtige Richtung bringen, dass unser Körper genau weiß, ja, das habe ich zu tun, das will ich, das kann ich rausschmeißen, das kann ich aktivieren und so weiter und so fort. Absolut nicht. Also gesunder Schlaf ist ganz wichtig. Aber wenn man mal so einen Tag hat, wo man wirklich jetzt nicht länger schlafen kann und noch durchpowern will, dann ist das eben das, was nochmal so die letzte Kohle reinschmeißt, ohne jetzt, dass man sich jetzt mit Chemikalien zubomben muss, die dann eben auch noch andere Organe wieder belasten, sondern im Gegenteil, die eben wirklich dem Körper helfen, jetzt in eine natürliche Kraft wiederzukommen. Wenn das alles funktioniert, dann weiß sich der Körper schon selber richtig gut, ja eben selbst zu heilen. Wir machen das nicht aktiv. Wir machen das auch nicht mit der Matte. Wir heilen selbst nicht mit der Sonne, mit der Matte, sondern die regt Prozesse an, die uns natürlich in den Prozessen unterstützt. Und der Körper weiß ganz genau, worauf es ankommt. Warum ist es eigentlich so leicht, Medikamente einzunehmen? Weil es einfach in Sekundenschnelle gemacht ist. Aber ist das wirklich immer so gut und nachhaltig? Es gibt eine ganz, ganz andere Kraft, die wir alle in uns tragen, die aber leider immer mehr verkümmert und immer mehr einschläft. Und das ist unsere Selbstheilungskraft. Und diese ist so effektiv. Und wenn wir unserem Körper einfach nur mal wieder die Zeit, den Raum und die Nährstoffe geben, die er wirklich braucht, dann kann unser Körper uns so viel mehr zurückgeben als wirklich nur das Standard, was wir gerade aktuell leben. Dann kann sich unser Immunsystem auch wieder richtig stärken, aufbauen und uns somit beschützen vor all dem, was da noch auf uns drauf zukommt. Ich bin Maria von More Raw Food und meine Leidenschaft ist es, Menschen zu zeigen, wie sie mehr von dem Guten und weniger von dem Rest essen können, um einfach das Beste aus sich rauszuholen. Und dazu gehört natürlich auch die Kraft der Natur. Und dazu habe ich mir heute Sebastian mit ins Boot geholt, denn wir werden darüber sprechen, wie du selbst wieder in deine volle Kraft kommst, und zwar mit der Kraft der Natur. Sebastian, ich freue mich so, so sehr, dass du heute dabei bist und dir die Zeit nimmst, deine ganzen Erfahrungen und dein Wissen mit uns zu teilen über die Selbstheilungskräfte. Für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, was ja vielleicht manche sind und einige, denke ich, kennen dich auch schon, aber für die, die es noch nicht tun, kannst du dich kurz vorstellen und uns gleich auch darüber erzählen, wie du dahin gekommen bist zum Thema Selbstheilung? Ja, vielen lieben Dank, Maria, für die echt wundervolle Einleitung. Vielen Dank. Ja, also ich bin Sebastian Krenz, bin ein ja, Gesundheitsfreak, bin Mensch und Gründer von Vitori, wie man es hier oben schon sieht, steht für Vitality und Origin, also Quelle des Lebens. Das ist das, was wir uns da zur Aufgabe gemacht haben, den Menschen wieder eine Quelle des Lebens zu zeigen, zur Verfügung zu stellen, eben mit der Kraft der Natur, so wie du es schon gesagt hast. Ja, wie ist meine Geschichte? Wie bin ich dorthin gekommen? Ganz zu Anfangs, später verknüpft in meinem Kopf, wo alles zusammengekommen ist, die ganzen einzelnen Puzzleteile, die sich da zusammengesetzt haben, standen meine Großeltern mit ihrer gemeinsamen Praxis. Sie sind jetzt schon lange im Ruhestand und sie waren ihr ganzes Leben lang am Arbeiten in ihrer Allgemeinpraxis. Es sind ganz viele Patienten jeden Tag. Es musste jeden Tag gearbeitet werden, auch oftmals am Wochenende viele Hausbesuche, viele Nachtschichten und so weiter und so fort. Damit einher ging natürlich ein paar Beschwerden, die ich so mitbekommen habe. Vor allen Dingen bei meiner Oma mit ihren Rückenschmerzen. Sie hatte irgendwie immer Rückenprobleme und hat da recht leichtgläubig oder
weil sie eben direkt an der Quelle saß. Das war ja das Einfachste, was man da machen konnte, um weiter zu funktionieren, weiter Geld zu verdienen, die Familie zu ernähren. Das ist ja etwas, was ich dann auch in dem Aspekt verstehe natürlich. Nur sollte man auf sich selber und auf seinen Körper auch dann hören. Und in dem Atemzug hat sie dann Schmerztabletten genommen, damit es weiterging. Mein Opa nicht ganz so sehr, aber vor allem meine Oma. Und ihr ging es dann gerade heute jetzt immer schlimmer und mehr Tabletten kamen hinzu mit Verdauungsbeschwerden hat sie dann noch bekommen, hat sie da Tabletten noch genommen, Blutdrucktabletten und so weiter und so fort. Also es hörte nicht auf, sondern wurde nur stetig mehr. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ja, das kann es doch nicht sein, oder? Also diesen Weg immer zu gehen, natürlich war das ein Patient nach einem anderen und auch nur diese Kassenleistung, das ist sehr, sehr schade. Man hat halt schnell abfertigen müssen, damit es weitergeht, dass jeder irgendwie mal drankommt, hat Tabletten verschrieben, einfach nur das Symptom bekämpft und auch genauso bei sich selber umgesetzt. Und dann, wie gesagt, ich habe gedacht, das kann es doch nicht sein. Irgendeine Alternative muss es doch geben. Und 2014 bin ich durch meine damalige Freundin über eine Ernährungsumstellung so weit selbst gekommen, dass ich mich vegan ernährt habe. Ich habe auch eine Zeit lang rohvegan gegessen, ohne Zucker, ohne Gluten. So, mir ging es halt blendend so gut wie noch nie. Ich habe abgenommen, richtig toll und habe mich in der Zeit auch so viel mit Gesundheit, mit Büchern, mit Kursen, Seminaren beschäftigt, habe die besucht, dass es dann so Klick bei mir gemacht hat. Es gibt wirklich diese Alternative, hey, ich kann mich mit der Kraft der Natur, mit der Nahrung, mit gutem Wasser einfach selbst heilen lassen. Wir heilen uns selbst in dem Sinne, dass der Körper schon weiß, was richtig ist und was falsch ist. Immer wenn wir uns nach einem Essen so down fühlen, so vernebelt im Kopf, wir werden müde. Es hängt einfach damit zusammen, was wir zu uns nehmen. Ne? Wenn wir im Gegensatz uns kraftspendende Nahrung zuführen, ist es halt ein absoluter Gamechanger. Das ist ja auch das, was du auf deinem Kanal, auf deinen Social Media Kanälen behandelst. Das ist ja schon mal ein so großes Thema abgedeckt, ist ja fast das Grundlegendste, was es überhaupt gibt. Und dann ist es so, dass ich, oder war es so, dass ich 2019 nach diesen Beschäftigungen mit der Gesundheit, wie kann ich das denn positiv beeinflussen, war ich aktiv für einen Wasserfilter im Vertrieb. Ich fand den so super, habe das Wasser, ich hab, benutze das Wasser heute immer noch, liebe das und habe in der Zeit viele Menschen kennengelernt, die natürlich noch andere Produkte so gut fanden, dass sie weiterempfohlen haben und auch aktiv dafür tätig waren. Und da habe ich eine Infrarotsauna kennengelernt, da habe ich eine Magnetfeldmatte kennengelernt, habe eine Schumannplatte kennengelernt, habe all diese Dinge auch probieren können, die ich total super fand. Und die ich hätte ich sie früher gekannt, wahrscheinlich schon bei meiner Oma angewandt hätte. Ich habe die alle probiert und habe dann gesagt, ich kann aber nicht so viel Geld für die fünf verschiedenen Sachen ausgeben. Ich habe auch gar nicht so viel Platz. Wo soll ich mir eine Sauna hinstellen? Und wo soll ich das Ganze verstauen? Deswegen war mein Gedanke, weil ich mich ja sowieso schon sehr gut damit auskannte, alles ausprobiert habe und alles total klasse fand, alles in ein Produkt zu vereinen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, nach jemandem, der das für uns herstellen kann, mit dem wir kooperieren können und habe mich auch zu der Zeit natürlich auch gut vernetzt mit einigen Heilpraktikern, mit Naturheilkundlern und Ärzten, die daran interessiert waren und die haben mich aktiv dabei unterstützt, das Ganze zusammenzubringen, was muss man beachten. Und im Endeffekt ist daraus die Vitori Kristallmatte entstanden, die erstmal sehr durch den Namen auf irgendwie Kristalle gedrillt ist, was man bei den ganzen Sachen, die da drin stecken, eben die Kraft der Natur, wie du das schon gesagt hast, erstmal nur ein Bonus ist. Es sieht halt erstmal schön aus, wenn man die sieht, schön bunt, die sieben verschiedene Halbedelsteine. Aber das Hauptsächliche kommt eben wirklich so aus der Natur und das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Und das ist auch das,
was ich gerne schon vor 10, 20 Jahren für meine Oma genutzt hätte, weil was die Schulmedizin aus meiner Sicht mit ihr heute gemacht hat, weil sie diesen Weg auch für sich selber verfolgt hat, ist sehr, sehr schade. Wirklich sehr schade, und ich bin da sehr traurig drüber, dass das, ja, das irgendwie fast zu spät ist. Ja. Ja, ganz lieben Dank dafür. Also es klingt ja teilweise schon verrückt in unserer heutigen Zeit, dass es auch andere Wege gibt als die klassische Schulmedizin. Und da dürfen wir einfach wieder auch mehr hinschauen. Und die stärkste Kraft, wie du gesagt hast, ist ja die Kraft der Natur. Und jetzt muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja lange gebraucht, bis ich die Vitoriumatte dann auch getestet habe, weil ich ja neugierig war. Und ich bin auch total überrascht. Ich hätte mit diesem Ergebnis auch nicht gerechnet, weil ich bin auch eine viel beschäftigte Mama und auch, ja, ich habe ja hier auch More Raw Food, mein eigenes Business, und habe immer wenig Zeit. Und denke ich immer, kriege ich da jetzt noch Entspannung und sowas rein? Und habe es mir aber wirklich zur Routine gemacht, mindestens dreimal die Woche da 30 Minuten draufzulegen, entweder zu meditieren oder vorm Einschlafen. Und ich schlafe danach wie ein Baby. Meine Kinder liegen da auch total gerne drauf. Auch diese schöne Infrarotwärme, das ist so angenehm. Ich liebe ja diese Schumann-Frequenz. Es gibt ja da verschiedene Programme. Kannst du mal so ein bisschen mehr, also auch den Hintergrund erklären, wie das so funktioniert und dass es eben nicht nur Hokuspokus ist und dass es wirklich das ist, was wir in unserer heutigen Gesellschaft brauchen, weil vor allen Dingen mit diesem Stresslevel, was wir haben und so abgeschottet in der Großstadt von der Natur. Ja, wir haben so drei Säulen aus der Natur, neben dem Wasser, mal abgesehen. Das ist ein ganz, ganz eigenes Thema, was wir mit so einer Matte nicht abdecken können. Aber wir können uns alle anderen Säulen zunutze machen. Und zwar ist das die Sonne, die sowieso tagtäglich scheint, ne? Die Sonne mit ihrer Infrarot-Tiefenwärme, die wir spüren, wenn wir draußen sind. Dann ist uns schön angenehm warm. Wir werden direkt durch die Sonnenstrahlen von außen nach innen durchgewärmt. Wärmedepots bilden sich. Wir schütten Glückshormone aus durch die Wärme. Es ist so schön, in der Sonne zu sein. Und, ach, ist das angenehm. Und jetzt kommt so eine doofe Wolke, schiebt sich davor und plötzlich ist uns so viel kälter. Und das ist auch genau der Unterschied zwischen einer Infrarot-Tiefenwärme, die direkt in uns hineingeht und alles optimiert, und einer Wärmflasche oder einer warmen Badewanne oder einem Heizkörper, die einfach nur die Luft aufheizt, dieser Heizkörper. Und die Luft draußen ist ja nicht kälter geworden, weil sich die Wolke davor geschoben hat, sondern die Sonnenstrahlen erreichen uns nicht mit der Infrarot-Tiefenwärme. Das ist das. Und das ist genau die Technik, die wir uns in der Matte zum Beispiel auch zunutze machen. Dann haben wir von der ersten Säule die Sonne. Da haben wir noch die Lichttherapie. Das Licht tut uns auch gut. Diese Lichtstrahlen versorgen unsere Zellen auch mit Licht, damit die miteinander kommunizieren können. Einfach die Kommunikation aufrechterhalten, dass alle Prozesse im Körper richtig gut funktionieren, damit diese Information von zum Beispiel, ich verletze mir den Fuß, von Fuß zu anderen Sachen, die die Heilungsprozesse anstoßen, einfach optimal funktionieren, damit es da keine Differenzen gibt und keine Entzündung und sowas. Wenn das alles funktioniert, dann weiß sich der Körper schon selber richtig gut, ja eben selbst zu heilen. Wir machen das nicht aktiv. Wir machen das auch nicht mit der Matte. Wir heilen selbst nicht mit der Sonne, mit der Matte, sondern die regt Prozesse an, die uns natürlich in den Prozessen unterstützt, und der Körper weiß ganz genau, worauf es ankommt. Dann haben wir die Natur oder den Wald selber als zweite Säule mit zum Beispiel den negativen Ionen. Die negativen Ionen, die gibt es auch sehr im Wald, wie man sieht. Ich habe das als virtuellen Hintergrund, damit ich immer im Wald zumindest so verbunden bin, wenn ich nicht draußen bin. Da gibt es viele negative Ionen. Kann man sich so vorstellen, in unserer
Luft gibt es Ionen, die sind entweder negativ oder positiv gepolt. Die negativ gepolten Ionen sind für uns positiv. Die positiv gepolten Ionen sind für uns negativ. Also immer im Gegensatz zueinander. So, das heißt, Negativionen sind wichtig für unsere Zellneubildung, für die Kreativität im Kopf. Und immer wenn wir zu wenig negativen Ionen ausgesetzt sind, wie zum Beispiel jetzt hier, wir zwei sitzen wahrscheinlich in geschlossenen Räumen, da haben wir sehr wenig negative Ionen. Und das kann man auch messen mit einem Messgerät. Das sind immer um die 100, 200 negative Ionen. Wir brauchen aber mindestens 1000 negative Ionen pro Kubikzentimeter. Und wenn wir das nicht haben und wir in einem Defizit sind, dann können wir uns nicht mehr konzentrieren nach einiger Zeit. Wir sind total vernebelt im Kopf. Und das kennt ja auch jeder. Ne? Eine Zeit lang am Computer gearbeitet oder die Zeit drin verbracht. Wir können keinen klaren Gedanken mehr fassen. Wir fühlen uns erschöpft. Wir sind durcheinander. Und was wollte ich jetzt nochmal machen? Ach, keine Ahnung. Ich muss nochmal irgendwie durch die Wohnung gehen, bis es mir wieder einfällt. So, und das ist eben genau das, wo man dann gesagt bekommt, hey, geh doch mal raus, frischen Wind um die Nase bekommen, ne? Geh raus in die Natur, in den Wald, verbinde dich wieder, Kreativität anregen. Und das sind die negativen Ionen, die sind dafür da, um unsere Alpha-Wellen im Gehirn zu stimulieren, damit wir kreativ sind, die Konzentration wieder steigern können und für die Zellneubildung und natürlich auch für die Entgiftung. So, es gibt schon ganz viele, und das kann ich auch vorab nochmal sagen, für jedes einzelne Ding, Element in der Mathe gibt es schon weltweit Studien, die belegen, dass diese Formen aus der Natur, diese Therapieformen aus der Natur funktionieren und dass die auch eine Wirkung haben. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist alles genommen, in ein Produkt gepackt, damit man von den einzelnen Therapieformen gebündelt, ohne dass sie sich gegenseitig aushebeln, denn die haben ja null Nebenwirkungen, weil es aus der Natur kommt. Und da haben wir das produziert keine Kopfschmerzen oder Achtung, es gibt da irgendwie Erektionsstörungen oder sowas, ne? Wollen wir nicht haben. Ja, eben. Genau. Und das alles wirkt zusammen und gleichzeitig. Sind die, um wieder auf die Negativionen zurückzukommen, sind diese ein Gegenspieler zu den positiven Ionen. Und die positiven Ionen werden nur durch elektronische Geräte gebildet. Also das ist dieser typische Elektrosmog. Das heißt, wenn ich eine negative Ionenquelle im gleichen Raum habe, in dem ich mich befinde, habe ich auch einen Neutralisator in dem Sinne zu dem Elektrosmog, den ich dann ausschalten kann, neutralisieren kann. So, und als dritte Säule von der Natur, was wir bekommen für unsere Gesundheit, es ist die Erde selber. Die Erde hat ein Magnetfeld, hat ein eigenes Magnetfeld. Und das ist das, was du vorhin schon gesagt hast. Dieses Magnetfeld schwingt in 7,83 Hertz. Das hat der Professor Winfried Otto Schumann in den 60er Jahren herausgefunden. Oder in den 50ern war das, dass die Erde ein Magnetfeld mit einer Frequenz von 7,83 Hertz aussendet. Und diese Frequenz nennt man Schumann-Frequenz. Und das ist laut ihm eine der wichtigsten Heilfrequenzen, Zitat von ihm, Heilfrequenzen, die es auf der Erde und für unseren Körper gibt. Denn wir gehen mit dieser Frequenz in Resonanz. Wir sind dieser Frequenz eigentlich die ganze Zeit ausgesetzt, wenn wir uns in der Natur befinden, wenn wir nicht in Hochhäusern leben. Je näher an der Erde, an der Natur, auch mit den Füßen natürlich, gerne im Barfuß, im Wald, desto geerdeter sind wir, desto mehr verbunden sind wir mit dieser Frequenz von 7,83 Hertz. Die ist so unglaublich wichtig für uns, weil diese Frequenz Körper, Geist und Seele in Einklang bringt. Und genau das haben wir natürlich auch in der Vitori-Kristallmatte vereint, also die UV-Tiefenwärme, die Magnetfelder an sich mit einem Programm von den 13 verschiedenen, die wir anbieten, mit der Schumann-Frequenz, dann die negativen Ionen und die Lichttherapie auch von der Sonne, wie die UV-Tiefenwärme. Zusätzlich darüber hinaus haben wir die
Halbedelsteine, die sieben verschiedenen, für, wenn man sich damit auseinandersetzt, für die Chakren, schön sortiert, in der Matte angebracht. Darauf liegt man direkt. Die sind also relativ klein. Man hat keine spitzen Steine im Rücken, sondern es ist wirklich schön. Die sind schön rund und eingewoben, eingearbeitet in einem Netz auf der Matte. Und die sind auch dafür da, dass die Wärme natürlich in den Steinen gespeichert wird und noch verstärkter als Infrarottiefwärme in den Körper hineingegeben werden kann als Übertragungsmittel, diese Halbedelsteine. Zusätzlich, und das macht alles total Sinn, wenn man das versteht, die Halbedelsteine sorgen dafür, dass die negativen Ionen auch gebildet werden. Wir haben also nicht nur eine ionisierte Mineralschicht in der Matte, sondern die Steine an sich, die produzieren auch schon negative Ionen. Und ich hatte vorhin gesagt, 1000 negative Ionen pro Kubikzentimeter brauchen wir. Im geschlossenen Räumen haben wir 200, haben also dort ein Defizit. Wir fühlen uns nicht gut, haben diesen Nebel im Kopf. Wenn wir raus in die Natur gehen, im Wald, haben wir 2000 negative Ionen. Das ist das, was uns wieder in Fahrt bringt, Kreativität bringt und so weiter, Konzentration. Und mit der Matte zum Beispiel haben wir 7000, können wir über 7000 negative Ionen bilden. Das heißt, ein Siebenfaches von dem, was wir brauchen, und über ein Dreifaches von dem, was wir in der Natur, in dem Wald speziell bekommen. Und das ist halt ein absoluter Gamechanger, weil du dadurch totale Klarheit wieder erlangen kannst, dich richtig durchwärmen kannst. Du kannst dich wohlfühlen. Wenn du dich wohlfühlst in der Wärme, kann alles andere passieren, was du in erster Linie erstmal nicht so sehr spürst, wie die Magnetfeldtherapie. Und mit diesen Frequenzen, weil wir bestehen ja aus verschiedenen Frequenzen, jedes Organ schwingt für sich. Wir werden umgeben von Frequenzen, das merken wir auch mit der Musik. Manche Musik macht uns aggressiv, die andere Musik macht uns oder bringt uns sehr viel Harmonie. Und genau das machen wir nicht mit akustischen Signalen, Wellen, sondern mit den Magnetfeldern. Und so können wir alles in unserem Körper positiv beeinflussen und damit unsere Gesundheit auch in die richtige Richtung bringen, dass unser Körper genau weiß, ja, das habe ich zu tun, das will ich, das kann ich rausschmeißen, das kann ich aktivieren und so weiter und so fort, ja. Genau, weil das letztendlich ist es ja auch so, wir brauchen ja unserem Körper nur die richtigen Voraussetzungen geben, dass er wieder so in seine natürliche Kraft kommt, in seine natürliche Heilung oder in seine, ja, in die natürliche Kraft auch. Also weißt du, ich vom Thema Ernährung immer, wenn wir dem die richtigen Nährstoffe geben, dann kann er uns auch seine volle Kraft zurückgeben. Und wenn wir ihm hier mit dieser Matte die richtigen Frequenzen, die richtigen Voraussetzungen geben, dann kann er auch wieder in seine Selbstheilung kommen. Und das ist auch, ja, das ist so interessant, wie du das beschreibst, weil ich habe, als ich die Matte damals getestet habe, ich habe die ja jetzt schon einige Monate, habe ich eben direkt diese Schumann-Frequenz, weil ich die liebe und davon so viel schon gehört habe, eben angemacht. Und ich habe das so im ganzen Körper gemerkt, wie das so durchgegangen ist, wie so eine Energie. Und das ist so unglaublich, was wir da einfach für Potenzial haben, was wir früher auch so viel genutzt haben, ganz normal. Was jetzt einfach verloren geht durch die ganze Industrialisierung, durch diese ganze Technologie, die ja nicht unbedingt negativ ist. Alles hat ja immer zwei Seiten. Und trotzdem dürfen wir uns daran erinnern, dass wir eben in diesem ganzen, in dieser ganzen Schnelllebigkeit auch unserem Körper eben das geben, was er braucht. Und ich finde das auch so toll, dass da eben diese 7000 negativen Ionen drinne sind, anstatt nur diese 1000, die wir wirklich brauchen. Weil das ja auch im Alltag, vor allen Dingen, wenn wir hier in einer Stadt leben, ist das was richtig Gutes. Und es ist auch toll, weißt du, weil, dass man einfach so, wenn man jetzt merkt, ich bin ein bisschen schlapp, ich bin ein bisschen müde, das sind ja immer Zeichen des Körpers, dass er irgendwas braucht und klar, Schlaf und Ruhe. Und da kann ich aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen mit der Matte. Also ich gehöre ja zu diesem 5 Uhr morgens Club. Ich stehe ja jeden Morgen um 5 auf und manchmal denke ich auch, wenn ich abends so spät ins Bett gegangen bin, da denke ich so, oh, ich könnte liegen bleiben und da kreiseln meine Augen noch und mein Gehirn ist noch gar nicht fit. Und dann mache ich es tatsächlich so, dass ich mich dann 20 Minuten auf die Matte lege und dann habe ich Energie für den Tag. Das ist unglaublich,
wie effektiv das ist. Jetzt sage ich nicht, hört auf zu schlafen und legt euch auf die Matte, absolut nicht. Also gesunder Schlaf ist ganz wichtig. Aber wenn man mal so einen Tag hat, wo man wirklich jetzt nicht länger schlafen kann und noch durchpowern will, dann ist das eben das, was nochmal so die letzte Kohle reinschmeißt, ohne jetzt, dass man sich jetzt mit Chemikalien zubomben muss, die dann eben auch noch andere Organe wieder belasten, sondern im Gegenteil, die eben wirklich dem Körper helfen, jetzt in eine natürliche Kraft wiederzukommen. Ja, das, was du vorhin gesagt hast mit dem Vergleich, nicht nur die 1000 negative Ionen, ist mir direkt noch eingefallen. Ja, das macht natürlich total Sinn, ne, dass wir das Ganze überdosieren. Du hast in den meisten Produkten natürlich, die du heute kaufen kannst, die du dir noch extra zuführen kannst in Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Bereichen, hast du nur so eine Dosierung, die gerade so reicht zum entweder Überleben oder dass wir nicht krank werden. Das ist ja auch alles gesetzlich so gedeckelt, dass du nur noch sagen darfst, nur noch ein Tropfen Vitamin D mit 1000 Einheiten pro Tag. Du müsstest aber erstmal, um diese ganzen Defizite von deinem Vitamin D-Haushalt zu regulieren, aufzufüllen, erstmal so viele Tausend oder Zehn, Hunderttausende von Einheiten nehmen, dass dein Körper sagt, hey, ja, damit kann ich arbeiten. Das macht nur Sinn, das Ganze erstmal zu überdosieren, überzudosieren, denn dein Körper weiß genau, wann Schluss ist oder genug ist. Er wird dir dieses Zeichen geben. Und solange es sich gut anfühlt, du das Ganze, dein Verlangen danach da ist, nach so einer Matte oder nach etwas, was du essen möchtest, dann geh dem nach, vor allem wenn es gesund ist, wenn sich das gut anfühlt, wenn du glücklich dabei bist, dann bist du genau, das tut mir auch gut. Das ist nicht nur so, ich meine, das ist nicht Heißhungerattacken, Nee. ne, auf irgendwas Süßes, sondern wirklich das, wonach dein Körper schreit. Und es ist bei ganz vielen Anwendern so, dass sie sagen, hey, ich will gar nicht mehr runter von der Matte. Oder ich möchte zum Beispiel auch, ich möchte kein anderes Wasser mehr trinken. Ich möchte nichts anderes mehr haben. Und es ist etwas, was wir schon seit Jahrtausenden eigentlich nutzen oder immer weniger nutzen durch diese Modernisierung, wie du das gesagt hast. Hat alles auch seine Vorteile und es ist total cool, was heutzutage möglich ist hier. Aber leider vergessen wir, dass wir das vor Jahrtausenden schon tagtäglich genutzt haben, wahrscheinlich unbewusst, ne? Die Alten, die haben es bewusst genutzt, die alten Römer und auch die Ägypter oder Griechen. Die haben das für sich schon erkannt, denn die haben magnetische Steine als Schmuck getragen, als Zeichen der Gesundheit. Die haben mit magnetischen Steinen, Hippokrates hat an der Wirbelsäule entlang Menschen behandelt mit dem Magnetismus. Die wussten darum. Die waren auch täglich draußen in der Natur, in der Sonne, haben sich aufgeladen mit Licht, mit der Wärme. All das ist uns heutzutage leider so sehr verloren gegangen. Es muss einfach ein Umdenken stattfinden. Und selbst wenn Menschen sagen, die hier zugucken, hey, ich finde das total cool, ich ändere wenigstens jetzt diese Routine, meine tägliche Routine, dass ich einmal am Tag rausgehe oder dass ich mich mehr in die Sonne lege oder irgendwas, dann haben wir schon so einen guten Job getan, damit einfach ein Umdenken wieder stattfindet. Oder man sagt, hey, ich möchte das ausprobieren, möchte die Matte ausprobieren. Oder es gibt natürlich auch Menschen, die nicht nach draußen gehen können, weil sie ans Bett gebunden sind, weil sie zu sehr krank sind, weil sie oftmals sagt man auch, ich habe keine Zeit dafür, ich muss so lange arbeiten, es ist so stressig, ich habe da keinen Kopf, habe nicht mal einen Kopf dafür rauszugehen, abends irgendwie noch eine Runde spazieren zu gehen. Für die ist es auch eine Lösung in dem Sinne, dass man sich die Natur wieder nach Hause holt mit allen positiven Eigenschaften, die sie zu bieten hat. Genau. Und das finde ich auch so toll, wie du das sagst. Also, dass man kann entweder wirklich eben diese Sachen direkt in der Natur sich holen, was natürlich auch mega gut ist. Also raus in die Natur, raus an die frische Luft, barfuß laufen, sich verbinden, Eisbaden machen. Also da gibt es ja so viele Methoden auch. Und für Tage, wo wir dann eben wirklich drin mal, sag ich mal, gefesselt sind, weil wir viel arbeiten wollen, viel schaffen wollen, weil vielleicht die Kinder auch krank sind. Und dann ist die Matte halt Gold wert. Und ich möchte auch noch die Erfahrung teilen gerne, weil das war für mich am Anfang so ein
so eine Blockade auch in meinem Kopf, weil ich so dachte, ich habe so einen ausgefüllten Alltag. Wann soll ich denn die Zeit noch haben, mich dann auch 20 Minuten auf so eine Matte zu legen? Die habe ich einfach nicht. Und das Interessante ist, also erstens, wenn du da einmal draufgelegen hast, dann willst du wieder rauf. Das ist das Interessante. Und zweitens, du musst ja nicht darauf liegen und jetzt nichts tun sozusagen, sondern du kannst es mit Sachen verbinden, die du sowieso machst, wie zum Beispiel, wenn du gerade ein Buch liest, oder ich lege mich manchmal mit den Kindern da drauf und schaue mir ein Buch an. Ja, also wenn die jetzt so ein bisschen kränkeln, weil die liegen da auch gerne drauf. Manchmal mache ich so, dass ich eben, wenn ich sowieso meditiere oder eine Pause mache, dass ich das dann da drauf mache, dass ich so viel Zeit wie möglich da drauf verbringe und auch bei den Kindern manchmal so mache, dass ich sie darauf einschlafen lasse und dann, also wir haben so eine große Matratze, sie dann von der Matte rauf auf die Matratze hebe, weil die lieben das auch total. Und ich merke, dass die dann leichter in den Schlaf finden und dann nachts auch ruhiger schlafen. Und wenn ich merke, dass da irgendwas im Anmarsch ist, dann ich bin da sofort auf der Matte und bis jetzt konnte ich alles abfangen. Also das ist richtig gut, vor allen Dingen auch im Winter, jetzt wenn die Tage wieder kürzer werden und wir sowieso schon mehr so in den Stressmodus gehen, weil weniger Sonnenlicht da ist, dann können wir halt drinnen, wenn wir zu Hause sind, einfach mal auffüllen. Und man kann das ja auch, man kann sich ja auch vom Fernseher, wenn man jetzt sowieso irgendwie eine Serie gucken will oder einen Film, dann kann man das ja miteinander verbinden. Oder wenn man mit der Freundin telefoniert, ja. Also es gibt so viele Möglichkeiten, das dann zu machen, ohne dass es extra Zeit kostet. Weil das, also wenn man dann die Matte wieder als Stressmoment sieht, ist es ja auch nicht gut. Aber wie gesagt, wenn man ein, zweimal da drauf war, will man halt wieder drauf. Sebastian, kannst du noch mal sagen, weil du hörst sicherlich ganz, ganz viele auch Kundenfeedbacks und so Sachen. Was sind denn so die ein, zwei genialsten Geschichten, die du bis jetzt gehört hast? Ja, ein, zwei geniale Geschichten. Es ist natürlich immer so gebündelt. Es gibt Einzelschicksale natürlich, ne, wo sie dann immer dann gucken, was man sagt, die sich sehr häufen. Das Häufigste, was ich höre, was wir hören, was du jetzt auch schon gesagt hast, das besser Einschlafen, besserer Schlaf, tieferer Schlaf, die Erholung. Aus meiner Sicht, ganz am Anfang, als ich Prototyp getestet habe, war das so, dass ich die gleichen Effekte hatte nach 3 Tagen und 3 Nächten auf der Matte mit 50 Grad und immer Magnetfeld an, wie nach 6 Wochen einer Parasitenkur, wo ich wirklich gefastet habe, wo ich mir alles Mögliche reingepfiffen habe, ne, um alles da rauszutreiben. Und das hatte ich dann nach 3 Tagen. Die hatte ich dann seit 1,5 Jahren, glaube ich, nicht mehr gemacht, die Parasitenkur. Lag die hinter mir in dieser Zeit. Und ja, dann war ich sehr verblüfft, weil eben das gleiche Ergebnis da war. Dann habe ich das später nochmal mitbekommen, als ich mir mein linkes Handgelenk gebrochen habe, gerade Richtung Knochenheilung. Das ist das, hatte ich erst diese Woche mit einem Doktor der Sportwissenschaft drüber gesprochen, den ich auch persönlich kenne von einem anderen Seminar. Wir haben uns da ausgetauscht, das ist das bestuntersuchteste Thema in Richtung Magnetfeld, die Knochenregeneration, die Knochenheilung, Osteoporose entgegenzuwirken. Und das Gleiche hatte ich auch diesen Effekt 2021, linkes Handgelenk gebrochen und nach nur 3 Wochen konnte ich den Gips wieder ablegen. Also in der Hälfte der Zeit bin ich nochmal ins Krankenhaus, habe gesagt, bitte röntgt nochmal, überzeugt euch selber und dann nehmt mir das Ding ab. Mir geht's gut und wir waren wirklich sehr verblüfft. So, dann, was ziemlich cool ist, so eine ähnliche Geschichte von einem Arzt aus der Schweiz, der Dr. Dieter Tommen, der hat uns das auch als Video-Testimonial zur Verfügung gestellt, hat sich eine Rippe gebrochen, hat sich eine Woche lang rumgequält, hat sich dann nochmal geröntgt, weil er dachte, es ist noch mehr gebrochen, außer einer Rippe, war aber wirklich nur die eine Rippe. Und an dem Tag vom Röntgen kam auch seine Kristallmatte an in der Schweiz. Und dann hat er sich abends hat er alles aktiviert, hat sich 1 Stunde draufgelegt, ist dann schlafen gegangen. Und am nächsten Tag, nächsten Früh hat er gesagt, waren Minimum 80% seiner Schmerzen weg. Das hat er noch nie erlebt in seiner gesamten medizinischen Laufbahn. Richtig toll. Ja, andere Sachen, ich nenne jetzt noch ein, zwei und dann ist es, glaube ich, auch, gibt es mal so einen leichten Einblick in dessen, was denn möglich ist. Es ist natürlich so, dass jeder anders belastet ist, jeder anders lebt, andere Umstände hat, jeder anders alt ist und so. Das muss man immer beachten, aber trotzdem ist es
ein unglaubliches Tool, um mit der Kraft der Natur so viel zu bewegen. Ja, eine andere echt geniale Geschichte, das haben wir auch als Videotestimonial bekommen. Nach 3 Monaten konnte eine Frau mit Arthrose ihre Schmerzmittel runterregulieren und dann im Endeffekt ganz absetzen. Wir haben ja, chronische Schmerzen haben wir, nicht wir, haben Anwender dadurch überwinden können, ne, die fast schon idiopathisch von Ärzten diagnostiziert wurde. Also das heißt, Schmerzen ohne Ursprung. Das wurde diagnostiziert, ja, wir wissen nicht, woher es kommt, muss idiopathisch sein, also entweder bildest du dir das ein oder wir können dir nicht weiterhelfen, sowas. Ja, und das wurde damit erfolgreich, ja, cool, dass ich nicht Eliminiert. eliminiert. Ja, genau. Ansonsten haben wir natürlich auch viele Entgiftungskuren, die wir damit begleiten können. Das ist einfach, wie gesagt, ein tolles Tool ohne Nebenwirkungen, außer eventuell diese Erstverschlimmerungen, die man erkennt. Der Körper holt einige Sachen wieder hoch, die er jetzt auf natürliche Weise selber regulieren kann, aufarbeiten kann. Dafür muss er es aber erstmal wieder aktivieren. Okay, das Thema geht jetzt an. Kann sein, dass du das nochmal ganz kurz durchleben musst, wenn du irgendwie mal Knieschmerzen hattest, eine OP da oder so. Und es ist halt unglaublich, was damit möglich ist. Und ich kann jedem nur raten, glaubt mir nicht, glaubt uns nicht, macht eure eigenen Erfahrungen, überzeugt euch selbst, denn das ist das, was ja die Vittori Cristan so erfolgreich gemacht hat. Nicht die Erfahrungsberichte anderer, sondern die eigenen Erfahrungen und das eigene Gefühl der Überzeugung, weil man weiß, wie das wirkt. Genau, und das finde ich eben auch so toll, dass ihr da die Möglichkeit auch anbietet, weil das war auch letztendlich das, was mich davon überzeugt hat, weil ich dachte, ich kann wirklich immer testen und wenn nicht, kann ich sie wieder zurückgeben. Und das war so für mich einfach, das am eigenen Körper zu erfahren, weil das ist immer was anderes, weil wie du sagst, wir sind alle verschieden und unterschiedlich. Sebastian, ich danke dir ganz, ganz doll. Also ich werde, wenn ich das nächste Mal eine Saftfastenkur oder eine, irgendwie so eine Kur mache, werde ich das auf jeden Fall auch zur Unterstützung nehmen. Ich liebe ja am meisten wirklich das Entgiftungsprogramm und das Entspannungsprogramm, die Schumann-Frequenz und die Infrarot-Energie. Also ja, es ist einfach so, so toll. Ganz lieben Dank dafür. Ich werde die Matte auf jeden Fall unter dem Video verlinken. Schaut da gerne mal rein. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt an Sebastian und mich, packt die mal unten in die Videobeschreibung. Dann können wir gerne auch noch mal ein Follow-up-Video dazu machen. Dann können wir noch mal die ganzen Fragen auch direkt live an Sebastian wieder stellen. Ganz, ganz lieben Dank, Sebastian. Möchtest du noch irgendwas mitgeben, was noch nicht gesagt wurde, was dir gerade noch auf dem Herzen liegt? Es gibt noch wirklich ganz viel zu sagen. Ich freue mich sehr auf ein Follow-up-Video mit ganz vielen Fragen, auch gerne kritische Fragen. Ich bin bereit, alles zu beantworten. Ja, weil wir eben nichts zu verstecken haben. Es ist alles, ja, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ich kann jetzt nur jedem raten, probiert es aus. Wie gesagt, glaubt uns nicht, macht euch selbst ein Bild. Bestellt ihr euch nach Hause, wenn es nichts ist, dann einfach innerhalb von 14 Tagen ganz kostenfrei, unkompliziert zurückschicken, ruft bei uns an. Ja, Fragen an Maria, an mich, ihr könnt mich auch persönlich kontaktieren, ihr könnt das Team, wir haben in unserem, oder letztens gesagt, in unserem Kompetenzzentrum, ne, in unserem Büro haben wir ganz viele tolle Menschen, die da Rat und Tat zur Seite stehen, auch für die Einrichtung, wenn ihr das Gerät bei euch habt. Also es ist ein Rundum-Service, fühlt euch wohl. Und ja, allen ganz viel Gesundheit. Ja, ganz lieben Dank, Sebastian. Also haut eure Fragen unten in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder.